Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, in der letzten Folge habe ich hier einen kleinen Cut gemacht. Wir sollen irgendwie Maurizio dazu bringen, quasi für uns das Ablenkungsmanöver zu spielen, ohne dass er es weiß, versteht sich. Wenn du diesen Ort verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Erledige alles, was du hier noch tun wolltest, bevor du fortfährst. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber gut, dass ich vorher noch gespeichert habe. Dann, bestätigen wir mal, weil wir haben ja soweit alles erledigt. Hoffe ich. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The Royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, me voilà! Impossible! Get him! Watson, over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Die haben mich nicht eingeweiht. Ja, beides, ne? What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Ja, Sherlocks Notizen zum Spezialschlüssel heißt was? Achso, okay, Hinweis anheften. Eine Patientin namens Gerda hat mir gesagt, das gut, das hat er gerade alles gesagt. Können wir? Nee, wir können natürlich keine Schlüsse ziehen. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Das ist eine sehr gute Frage. Das Bild. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Naja, sagen wir es mal so, ich kenne schaurigere Sachen, ne? Aha, was ist das denn? Heidi. Did a child make these? Okay. Pistole. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Ja, dann hoffen wir mal, dass du es wirklich nicht brauchst, Watson. Oh Gott, jetzt ist das hier auch noch so weitläufig. Büro der Direktorin. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones.
And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Ich wäre gerne Schriftsteller, genau. Ich bin ein wissbegieriger Arzt. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. Already, Doctor? Ich habe Ihr Büro bewundert. I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, no. I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the door. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Okay. Neue Belohnung freigeschaltet. Was? Was für Belohnungen? Aha. Was erwartet... Nee, wie kann er sie aus dem Büro gelockt werden? Rachsüchtiger Patient, eventuell, ja. Oder wichtiger Patient, ne, das geht nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ihre Ausführung, alte Fotografie, Gerdas Ausführung, Höllenpforte, Patienten von Trakt A. Okay, aber zumindest die Ausführungen sind geblieben. Das kann man alles nicht machen. Achso, halt, stopp. Hä? Achso, jetzt steht's da unten, okay. Kann ich aber trotzdem nicht anklicken, na gut. Dann... Da wollte ich eigentlich jetzt nicht drauf geklickt haben. Medizinische Versuchsergebnisse. Das nimmt der an, okay. Rest nimmt er nicht an. Okay, dann hat er das zumindest schon mal rausgeschmissen. Sehr schön. Das auch rausgemacht. Sehr schön. Ah nee, das hatte der... Hä? So hat er das denn nicht drin gelassen? So, jetzt haben wir nur noch das drin.
Notizen, das können wir nicht mehr machen. Ja, mehr können wir jetzt hier leider nicht machen. Was erachtet Professor Gygax an Mr. Wolf so wichtig? Was sie daran so wichtig findet. Ermittlungen im Institut ist Blödsinn, aber ich meine, man muss ja irgendwie hier weiterkommen, dass er das dann annimmt. Patienten. Okay, das hat er schon mal angenommen. Alte Fotografie. Da können wir auch nichts mehr machen. Ja, sehr schön. Dann ist das auch schon mal weg. Okay, perfekt. Dann sind die Sachen schon mal so weit weg. Ja, und hier können wir nichts mehr machen. Das heißt, ich denke, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Also, einmal haben wir wichtiger Patient. Ein Patient namens Wolf scheint von großem Interesse zu sein. Und Notizen zum Spezialschlüssel. Vermutlich handelt es sich dabei um einen runden Gegenstand mit einem Durchmesser von etwa 2 Zoll und einer eingravierten Edelweißblume. Eine Patientin namens Gerda hat mir gesagt, dass sie den, in ihrer Nähe aufbewahrt. Genau. Deswegen müssen wir logischerweise auch ins Büro. Es ist natürlich die Frage. Scheint von großem Interesse zu sein. Der lässt mich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr rein, ne? Was haben wir denn hier? Küche. Guten Tag. Hallo? So darf ich mit dir nicht reden. That a patient escaped. All the guards rushed off to find him. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Ja, das heißt, die müssten wir wahrscheinlich dann auch noch ablenken, wenn es denn soweit ist. Das Problem ist, wie können wir jetzt die eine ablenken? Okay. I want them to fly. Mhm. Miss? I hear them scratching. Don't you hear it? Die Ameisen? Oder? Okay, das ist die Rezeption hier vorne. A visitor? No, no, you shouldn't have come here. Das glaube ich ihr sogar. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Okay, schauen wir uns die andere jetzt noch an. Did you see my son? He's such a sweet boy. Und weil sie ihn sucht, muss sie auf einem Bein hantieren, oder? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Tja. Wie es halt mit allen Tieren so ist, ne? Okay, da würden wir jetzt quasi nur nach vorne kommen. Was haben wir hier? Patientenzimmer. Achso, das ist unser Zimmer. Okay. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Mhm. Okay, das ist jetzt abgeschlossen, so wie es aussieht. Da haben wir nur die Küche. Patientenzimmer 2. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt nicht unseres. Oh, hi. Guten Tag. I'm struggling to remember something. Mhm.
Gedichte eines Patienten. O wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern. Wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier. Gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich eigentlich gerade schreiben? Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Ja, Achso, er hat den Blick nicht. Also die Konzentration. Das ist natürlich doof. Was ist mit dem hier? This area is off limits. A patient has escaped. Ja, das... Ach, Quatsch. Das ist toll. Sherlock, Notizen. Wichtiger Patient. No one is allowed in or out. Professor Gygax's orders. Boah, kannst du deinen stinkigen Qualm vielleicht woanders hinpusten und mir nicht ins Gesicht? So, Moment. Dann schauen wir mal eben mit den Patienten. You really have visitors here. Vielleicht sollten wir auch mal erstmal nach vorne gehen. Ich bin mir nicht sicher. Oder wir kommen hier zur Verwaltung. Okay. Professor Gygax, Patientenprotokoll, Oktober 1879. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2. Oh. Im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen werden und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt. Vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Ja, das glaubt ihr selber nicht. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Option fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt. Die Gefahr ist gebannt. Okay. Das hört sich nicht sehr positiv an. Ich meine, gut, das ist schon klar, dass hier was Schlechtes stattfindet, ne? Aber. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Okay. Sonst ist hier gar nichts. Na gut, ich sag mal, wir wissen, wo geht's hier? Achso, hier geht's nach vorne. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass der eine Patient jetzt wohl dieser Wolf ist. Ein Besucher aus dem Weltraum, glühender Meteorit in Arkham eingeschlagen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da nach draußen gehen sollte oder kann. Da kann ich auf jeden Fall nicht rum. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Ja, irgendwie. Schauen wir mal. I can't just leave Holmes here alone. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht kann man vorne noch irgendwas machen. Dann suchen wir nochmal Patientenzimmer 2. Was ist das hier? Oder war das jetzt meins? Nee, das war jetzt meins. Dann kann man hier von der anderen Seite mit den Informationen können wir wahrscheinlich immer noch nicht rein. Edelweiss compares to your clinics in England. Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you.
Naja. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber gut. So, Patientenzimmer 2. Hallöchen. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is... Well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Okay. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Okay. Was mich übrigens die ganze Zeit so ein bisschen triggert, die sprechen das in so einem komischen Akzent aus, dieses Englisch. Mich würde echt mal interessieren, wo das herkam. Also ich würde jetzt so spontan sagen, das ist irgendwie so ein russischer Akzent oder so. Präzise chirurgische Schnitte. Ja gut, das ist klar, das haben wir ja schon gelesen. Mit der Zeit verwachsen, starke Verätzungen. Verätzungen, okay. Da ist noch was. Hautpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Ein Erwachsener mit zwei tiefen Narben an einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff herrührten. Nein, von zwei, haben sie geschrieben. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt und seine Haut weist an mehreren Stellen blau-graue Pigmentstörungen auf. Wahrscheinlich hat er diese Symptome schon länger und wird deswegen im Institut Schwarzes Edelweiß behandelt. Die Behandlung schlug bisher jedoch nicht an. Krank aufgrund der Behandlung, würde ich sagen, ja. Das heißt, dann ändert sich hier unten. Einige von sind gelähmt, wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs an sein Gehirn. Die blau-grauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten hin, die Silbernitrat enthalten. Ah, okay. Der Rest ist relativ gleich, glaube ich. So, direkte Folge der Behandlung. Würde ich jetzt mal sagen, weil das alles so ein bisschen undurchsichtig ist, ne? Weil die haben ja geschrieben, jetzt ist die Gefahr gebannt. Herr Wolf hat nur noch ein Kurzzeitgedächtnis. Klingt alles etwas seltsam. Sie sagt ja auch selber, es geht nicht um Heilung und so. Nehmen wir das mal. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Charakterprofil. So, wir dürfen wieder denken. Oder auch nicht, eigentlich klicken wir ja nur. Wie kann er aus dem Büro gelockt werden? Nicht, sondern was man so wichtig daran findet. Ist jetzt eine gute Frage. Charakterprofil. Sehr schön. Es ist Professor Becker. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, der ehemalige Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Oh, er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Okay. Ich kann theoretisch aber auch noch gucken, wie wir ihn aus dem Büro locken, sie aus dem Büro locken, ne? So, das heißt, das kann ich erstmal wieder reinmachen. Gucken wir da auch nochmal kurz.
Nehmen wir einfach alles, was wir jetzt hier... Hallo? Was wir jetzt hier drücken können, drücken wir jetzt einfach mal. Ja, das funktioniert jetzt nicht. Gedichte eines Patienten. Funktioniert auch nicht. Das funktioniert. Indem man sie... Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Okay. Das heißt was? Anheften? Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson. And you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Gygax ist grausam, Gygax ist inkompetent. Jo, können wir beides nehmen wahrscheinlich, oder? Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. Hier wird das Handwerk gelegt. Sie sind nicht die Zukunft. Ja, die Zukunft will sie auch nicht werden, ne? Ich denke mal... You will be brought to justice and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Ja, irgendwie schon. Okay, dann gehen wir mal mit dem Brief. Doch, es war in die Richtung, oder? Gehen wir mal zu der einen rüber. Achso, muss ich den vorher anheften? Genau, jetzt ist wieder das Nick. War da noch was? Mit dem Spezialschlüssel. Okay, dann das können wir dann wahrscheinlich da drin machen. Muss ich mit ihm sprechen? One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. A letter for you. Unbelievable. Kunz, with me. So, da stehen wir jetzt. Denke mal, genau, dass ich dann das nächste hier ranmachen muss. Ja, ja, nee. Boah, wo sieht man denn an? Hallo? Komm, ich hab's doch gerade kurz... Sag mal. Boah, jetzt aber. Close, but I don't think this is the key. Mm-mm, this is too small to be what Holmes asked for. Nichts davon, was jetzt hier drauf ist, könnte der Schlüssel sein, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Brief einer Bank in New Orleans. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt.
Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von uns geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich ihren Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihren illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott Bankhaus in New Orleans. Okay. Nein, tapp doch mal da drauf. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Nein, ich muss aber noch die anderen Sachen hier im Raum untersuchen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht direkt irgendwas getriggert wird oder so, nur weil ich das habe. Nein? Jetzt. Es merkt doch keiner, dass die Schubladen auf sind, ne? Weil die machen die ja nie zu, wenn sie irgendwas untersuchen. Das ist ja das Schlimme. Professor Gygax Tagebuch, Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden. Daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zudem kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engstirnigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R. ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. R. hat wahrscheinlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay. Ich möchte gerne hier vorne das noch eben anschauen. Nothing special about this. Und warum kann ich das dann angucken? Na gut. So. Nummer 1, check. Nummer 2. Ist jetzt noch die Frage. Hinweis anheften. Moment, war da unten jetzt gerade noch was? Notizen zum Spezialschlüssel. Wieso ist das noch nicht weg? Ah, jetzt ist sie aber weg. Sehr schön. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Schultu? Das kenne ich doch irgendwo her. Oh, the spell. Ich ahne nichts Gutes. Dear God, is that body parts? Mhm. Und was ist das unten? Schwefel oder eine andere chemische Substanz, wo die mit aufgelöst, also mit Schwefel wahrscheinlich eher nicht, aber eine andere Substanz, womit die mit aufgelöst werden? Oder wieso kann ich hier, jetzt kann ich mich was bewegen?
Hilft uns aber auch nicht. Ah, okay. Nein, nein, jetzt. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Mm. Blick in den Abgrund. Ja. Den Abgrund der menschlichen Seele quasi. Haben wir denn hier irgendwas? Haben wir nicht? Können wir denn irgendwas... Moment. Geheimnisse des Instituts. Das können wir auf jeden Fall anheften. Okay. Das war eine Ratte. Ja, aber da sind wir doch gerade... durchgekommen. Okay. Schauen wir uns hier mal um. Professor Gygax Notizbuch. Ich, Moment, Halbgöttin in Weiß? Oh, Errungenschaft. ich konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell, die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Okay. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Doppel-okay. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinen Ungehorsam sogar noch bestärkt. Kann ich verstehen, wäre bei mir wahrscheinlich genauso. Bei einem anschließenden, gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend. Daher sah ich mich letztlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ mich jedoch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Ja, das wird wohl unser... Ja... Zielobjekt, unser Opfer, wie auch immer sein. Um das es hier geht. Ein Brief. Handschriftlicher Brief. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteilwerden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischen und widerspenstigen Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trancezustand mit Hilfe von Lichtquellen, erzeugt von K-Light-Linsen, aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie, wie beim letzten Mal, ausreichend Platz. R-Punkt. Okay. Was ist mit dem Schlüssel hier? Ist aber ganz schlecht anzuvisieren. Glänzender Schlüssel. Da ist noch was. Telegramm aus New Orleans. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. A-Punkt. A-Punkt. Ich glaube, da hat einer zu viel Pretty Little Liars gesehen. Okay. Das ist ganz dunkel und nicht wirklich hilfreich. Dann gehen wir mal zum Nebenraum. Ich wollte gerade sagen, ich höre Vögel. Da hinten sind auch die Vögel. Okay. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Mm. Sag ich ja. Dachte ich schon. Keine Karteikarten.
Nee, war da nicht gerade was? Na? Na? Okay, das ist aber das Gleiche. Ah, Moment, jetzt kann ich nicht viel rübergehen. Full grain leather straps. Impossible to escape. Ja. Und dann bei der Folterung den beruhigenden Ton der Vögel, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? A very professional brain dissection. Das war wohl doch eher nicht wegen dem beruhigenden Ton der Vögel. Get out of my head! Your iron fist is devoid of soul. Find reverence for the one that tremble. Great Lord! Cleft your bone. Splinter your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal! Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the world behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head! Ja, das ist irgendwie ziemlich seltsam alles hier. Also nach dem, was ich so gehört habe, erinnert mich das so ein bisschen an dieses Chua Juli. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Spiel hieß. Ich habe es mir auch geholt, wollte es auch immer aufnehmen. Muss aber sagen, dass ich es noch nicht geschafft habe bisher, weil irgendwie immer wieder was Neues kam, wie jetzt zum Beispiel Sherlock Holmes natürlich. Okay, hier ist anscheinend so aber nichts mehr. Etwas Schreckliches geht in dieser Heilanstalt vor sich. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Telegramm, das sind die Sachen, die wir alle gefunden haben. Aber wir haben noch nichts Neues, was wir irgendwie benutzen können. A hydraulic elevator? How ingenious. Mhm. Gehen wir mal einfach dahin. Wenn uns irgendjemand auflauert, ist nicht schlimm. Watson? Holmes, what are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Ja. Soll ich jetzt wieder für dich denken, Holmes? Okay. Ist das Heidi? Nee, es ist eine andere Puppe, oder? Es ist Heidi. Spricht sie wieder mit mir, oder? Heidi, how did she it end up here? Mhm. Eine gute Frage, Holmes. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. Ja. Und das ist etwas, was ich nicht unbedingt sehen muss. Also, da können von mir aus die Gedärme raushängen und alles, aber Augen. The patients here wear the same robes. Sie hat nichts in den Händen oder an den Händen. Ich möchte ehrlich gesagt das Gesicht nicht so. Krawatte? No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat.
We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Das heißt, ich muss... Ja, genau. Habe ich das Ding unten rechts doch gerade richtig gesehen? Wohin führt die Spur als nächstes? Eine sehr gute Frage. Ich klicke mal wieder alles an, weil... Patient Wolf? Nee. Geheimnisse, Ermittlungen. Ich stehe auf hier gar nichts anklicken. Oh je. Ja, medizinische Versuchsergebnisse vielleicht. Ihr Tagebuch könnte damit zusammenhängen. Heidi über die Höllenpforte. Ja, könnte auch sein. Ja, ich würde sagen, das war perfekt. handschriftlicher Brief, weiß ich jetzt nicht mehr, was das war. Patienten von Trakt A. Der Brief. Und das Telegramm. Noch perfekter. Ja, Gerdas Ausführung vielleicht, keine Ahnung, wenn sie wirklich die Mörderin sein sollte. Handschriftlicher Brief. Oh, okay. Nach mehrere Hinweise deuten auf New Orleans als nächsten Zielort unserer Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses E.W. Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. So, dann Hinweis anheften. Und theoretischerweise können wir jetzt hier raus, ne? Oder müssen wir mit Watson reden? We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans. You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John? I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.